Hallo, ich bin's wieder, Peter Spork, beantworte Fragen zu meinen Büchern. Heute geht es um mein Buch Wake Up, um die Chronobiologie. Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, eines auch der wichtigsten Themen in diesem Buch, ist die Frage, warum sollte die Schule später beginnen? Eine der Forderungen in diesem Buch ist, dass Schule zumindest für die Mittelstufe, für die Oberstufe, also für ältere Jugendliche oder ältere Kinder und Jugendliche, später beginnen sollte. Dass 7.30 Uhr, 8 Uhr, so wie es in vielen Schulen absolut üblich ist in Deutschland, manchmal sogar 7.15 Uhr, dass das viel zu früh ist. Chronobiologisch gesehen, also wenn wir uns die biologische innere Uhr der Jugendlichen anschauen, ist 8 Uhr morgens mitten in der Nacht. Ich stelle das Buch mal weg. Um 8 Uhr morgens sind Jugendliche eigentlich noch im Tiefschlaf. Das liegt daran, dass unsere inneren Uhren, die uns sagen, wann wir schlafen müssen, wann wir wach sind, dass die bei Jugendlichen verzögert ticken. Also Menschen sind ja eher Lerchen oder eher Eulen. Wenn sie eher lerchenhaft sind, dann sind es die sogenannten Frühaufsteher. Das ist genetisch bedingt. Und wenn sie Eulen sind, auch genetisch bedingt, dann sind sie eher die sogenannten Langschläfer oder Spätschläfer. Und bei den Jugendlichen passiert etwas Seltsames. Wenn sie in die Pubertät kommen, vermutlich durch irgendwelche hormonellen Veränderungen, dann ticken auch ihre inneren Uhren verzögert. Sie sind langsamer. Die Jugendlichen werden abends später müde und morgens sehr viel später wach. Aus Lerchen werden Eulen, aus Eulen werden Monstereulen. Und so, wenn man das ist sehr gut untersucht von Wissenschaftlern, wenn man sich das anguckt, 16-Jährige, 17-Jährige, 18-Jährige, die werden oft rein aus biologischen Gründen nicht vor 2 Uhr nachts müde, gehen dann erstens im Grunde ins Bett, schlafen und müssten eigentlich bis 10 Uhr schlafen, mindestens 8 Stunden. Also in der letzten Folge der Fragen, die ich beantwortet habe, ging es darum, wie viel Schlaf braucht ein Mensch eigentlich? Und da habe ich gesagt, Erwachsene brauchen 6 bis 10 Stunden Schlaf. Jugendliche brauchen ja viel mehr Schlaf. Die brauchen 8 bis 11, vielleicht teilweise sogar 12 Stunden Schlaf. Und sie haben eben dieses Problem, dass sie sehr viel mehr Schlaf brauchen und dass ihre biologischen Rhythmen auch noch verzögert sind. Das heißt, sie werden abends nicht so früh müde und morgens nicht so früh wach. Das sind beides Probleme, an denen kann die Gesellschaft nichts ändern. Sie sind biologisch bedingt, sie sind vorgegeben. Woran wir aber was ändern können, ist, die Schule später beginnen zu lassen. Also die Schule dann beginnen zu lassen, wenn die Jugendlichen auch wirklich wach sind. Das heißt, in der Mittelstufe nicht vor 9 Uhr morgens, in der Oberstufe nicht vor 10 Uhr morgens. Das wäre auch viel gerechter. Das wurde schon untersucht, dass nämlich diejenigen unter den Schülern, die etwas lerchenhafter sind, die morgens also früher, etwas früher wach sind, dass die bessere Noten schreiben als die anderen, nur deshalb, weil sie ausgeschlafener sind, weil sie wacher sind, wenn die Klausuren geschrieben werden. Das ist zutiefst ungerecht, denn die Eulenhaften sind ja nicht dümmer. Das ist ganz klar auch untersucht, sondern sie sind halt dann nur noch nicht wach, wenn die Noten vergeben werden. Das heißt, wenn wir wollen, und das wollen wir, denke ich, alle, dass unsere Schüler besser lernen, dass das Bildungssystem besser funktioniert und dass es gerechter ist, dann müssen wir uns darum kümmern, dass die Schule später beginnt, damit die Schüler ausgeschlafener sind, wenn sie denn in die Schule gehen. Es reicht eben nicht, den Schülern einfach zu sagen, geht doch früher ins Bett. Weil dann, man kann die Schüler vielleicht früher ins Bett stecken, aber sie werden dann wach im Bett liegen, weil ihre inneren biologischen Uhren sie noch gar nicht schläfrig machen. Sie können dann nicht einschlafen. Das ändert insofern überhaupt nichts. Es ist keine Lösung des Problems, sie früher ins Bett gehen zu lassen. Es ist aber sehr gut untersucht, in vielen Studien inzwischen, dass wenn sie nur ein bisschen länger schlafen können, weil die Schule später beginnt, dass sie dann mehr Schlaf finden und besser lernen können. Also wir sollten das umsetzen und die Schule später beginnen lassen.